Ja, guten Morgen von meiner Seite. Schäfer-Shop, wie fange ich eigentlich an? Die Überraschung ist ganz auf meiner Seite, weil ich war die letzten 2 Wochen im Urlaub und ich habe keine Ahnung mehr, was hier kommt. Was kommt? Vorstellung Schäfer-Shop. Wie überraschend. Wer den Schäfer-Shop noch nicht kennt, das ist jetzt so der kleine Werbeblock am Anfang. Key Facts in Kürze, das machen wir wirklich ganz kurz. Dann über die Sortimente und Warengruppe. Stell ich mal vor, was wir in der letzten Zeit so gemacht haben, wie sich bei uns Katalog verändert hat. Wir haben auch über 40 Jahre einen dicken gelben, da hatten wir sogar auf LKWs Beschriftung aufgetan, der dicke gelbe Katalog und 1500 Seiten, das ist schon ein echtes Brett, ich habe auch einen dabei. Aber das hat sich ganz schön gewandelt und wir sind zu einem modularen Katalogkonzept gekommen. Welche Voraussetzungen man dafür braucht und was wir sonst noch so an Tests hatten und welche Ergebnisse teilweise auch sehr überraschend dabei rausgekommen sind, das habe ich noch mitgebracht und zum Schluss, ja, was kommt als nächstes? Schauen wir mal, keine Ahnung, das nächste Chart. Schäfer-Shop. Wir haben Büromöbel, Ausstattung, alles, was man so im Büro braucht, höhenverstellbare Tische, Drehstühle, verkaufen wir ihn. Sehr gerne. Lagerbetriebseinrichtungen, alles, was man für Logistik braucht, Regalsysteme, Serverschränke, komplett alles, Verbrauchsmaterial und Werbeartikel. Das sind so unsere Sortimentsbestandteile. Wir sind 1000 Kollegen, haben fast 1 Million Kunden und sind in 9 Ländern aktiv. Das war es auch schon, gibt keine Wolldecken, das mache ich nur, wenn wir auf Kaffeefahrt sind. So, das Thema, was ich mitgebracht habe, Puzzeln für Publisher. Ich weiß nicht, wer es in der Vorankündigung schon gelesen hat. Bei Wikipedia steht da sowas für Rätsel und Verwirrung. Ich mache das jetzt schon, wenn ich drüber nachdenke, mehr als mein halbes Leben. Irgendwo Publishing, irgendwo Kataloge, irgendwo Printsachen. Und es ist mir schier ein Rätsel und ich bin auch jedes Mal verwirrt, wenn ich darüber nachdenke, wie plötzlich so ein Druckabgabetermin kommt. Kennt ihr das auch so? Kennt das vielleicht so der ein oder andere? Das ist wie Weihnachten. Man weiß, 24.12. Schwiegermutter kommt. Bis zum 23.12. ist das aber ganz weit weg. Ja, und dann haben wir Geschenke, alles vorbereitet, sind die Daten geprüft, alles in Ordnung. Auf den letzten Drücker klappt es dann wieder irgendwie. Aber ja, das ist schon fast ja, zum täglichen Doing geworden. Auf der anderen Seite auch so Fotomuster. Ich weiß nicht, wer auch Fotoshootings für Kataloge macht. Die sind ja echt kamerascheu, ne? Die kommen auch erst auf den letzten Drücker und sagen, hier bin ich, kannst mich jetzt fotografieren, alles gut. Oder ein Produktmanager, der drüber nachdenkt, ah, ich warte jetzt noch die nächste Messe ab und dann verhandle ich mal mit meinem Lieferanten. So ein Preis, der will ja auch abgedruckt sein. Alles so Sachen, die kommen in letzter Sekunde, kommen dann noch irgendwo aufs Papier. Erst wenn man sagt, jetzt Feierabend, Kollege, die Seite bleibt weiß, wir schreiben oben Notizen und machen schöne Querlinien auf die Seite. Dann klappt es auf einmal, dann wird es fertig. Gut, ein Legespiel. Puzzleteile werden wieder zusammengesetzt. Das werden wir gleich sehen. Und die erste These hat jetzt nichts mit dem Film zu tun. Der Kunde steht im Mittelpunkt und damit allen im Weg. Auch wir sind der Meinung, dass wir kundenzentriert arbeiten, dass wir uns auf die Belange unserer Kunden einschießen wollen und sollen. Und das ist auch gut so. Aber der Kunde macht manchmal Sachen, die man so gar nicht erwartet. Ich würde Sie gerne mit auf eine kleine Reise nehmen. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären Versender und Sie hätten 3 Sortimentssäulen. In Warengruppen, hier ein bisschen klein, aber unterteilt und über Jahre gelernt, dass sie schön aufgebaut werden, dass die Warengruppen hintereinander einen bestimmten Ablauf haben, sodass wenn man blättert, hier kommt mal eine Stopperseite rein, dann geht es weiter, dass das alles schön aufeinander aufbaut. Und sie geben sich sehr viel Mühe über Jahre und ihre Produktmanager auch und sagen, hey, das ist optimal, dieses Sortiment ist genau so im Aufbau richtig. Und dann das zweite Sortiment und das dritte Sortiment. Und wenn sie alles zusammensetzen, haben sie einen Hauptkatalog. Alles schön hintereinander aufgegliedert. Bei uns hat das dazu geführt, dass das so ein Wälzer geworden ist. 1500 Seiten Papier. Das ist toll.
Und das ist ein echtes Gewicht. Und es gibt eine Sache, die dieser Katalog jedem Online-Shop voraushaben wird. Man kann damit, Obacht hinten in der Kabine, super eine Mäusefalle bauen. Das heißt, wenn Sie ein Problem haben mit Kleintiernagern, das Ding hilft. Wunderbar. Aber ich will gar nicht so despektierlich damit umgehen. Hier stecken 40 Jahre Entwicklungsarbeit drin. Von vielen Kollegen. Herzblut, Schweiß und Tränen manchmal, um das fertig zu bekommen. Trotzdem haben wir es geschafft, diesen Katalog abzulösen durch den hier. Ohne Kunden einzubüßen, ohne Kundenhaltbarkeiten einzubüßen und ohne Umsatz zu verlieren. Wie haben wir das gemacht? Wir haben uns die Sortimente so angeguckt und haben uns angeschaut, was machen Kunden denn mit unserem Katalog? So ein Kaufverhalten kann zum Beispiel so aussehen. Kunde bekommt den kompletten Katalog, guckt sich aber nur ein paar Warengruppen an und kauft auch nur aus diesen Warengruppen. Oder er kauft so oder so. Selbst das hier, Kaufverhalten 3, wäre noch ein Top-Kunde. Er kauft aus allen Sortimentsbereichen, hat aber nur ein paar Warengruppen wirklich im Blick. Das ist das, was ihn interessiert, das ist das, wo er kauft. Wenn man das beobachtet, dann kann man Kunden clustern, in Gruppen aufteilen und denen auch nur noch das schicken. Und genau das haben wir gemacht. Das heißt, aus dem dicken Katalog nur noch die relevanten Teile genommen und ihm geschickt. Das war gerade in der Größenordnung von 1500 Seiten runter auf 270, das war ein Risiko. Aber das hat sich gelohnt. Ich komme gleich nochmal auf die Vorteile zu sprechen. Kaufverhalten, das war ungefähr, ja, das war ziemlich genau meine Reaktion vor ein paar Jahren, als unser Strategieteam zusammen mit unserem Geschäftsführer da saß und die hatten auch eine schöne Balkengrafik, ähnlich wie die gerade, so mit drei Balken, haben gesagt, hey, wir können unsere Kunden in Cluster aufteilen. Wir wissen jetzt, was die gebrauchen können. Und eigentlich wäre es das super, wenn wir daraufhin den Katalog verändern würden. Sagt unser Chef, ja, so machen wir das. Und das war meine Reaktion. Ich sag, wisst ihr eigentlich, was das produktionsseitig bedeutet? Was machen wir mit Paginierung? Was machen wir mit Inhaltsverzeichnis? Wie soll überhaupt noch einer damit klarkommen mit so einem Katalog, wenn wir den komplett auseinanderreißen und neu zusammenstecken? Und immer wieder anders zusammenstecken? Die Voraussetzungen damals waren, wir wussten, dass die Kundenrecherche in den Webshop, also die Artikelrecherche in den Webshop sich immer weiter verlagerte. Die Produktsuche, Produktinformationen werden da also wirklich angefüllt. Aber Printkanal als Impulsmedium unwahrscheinlich wichtig ist. Wir haben auch mal vor ein paar Jahren, das sage ich ganz offen, eine Menge Budget aus Print geschiftet in Online, weil damals die vorherrschende Meinung war, wir müssen jetzt unseren Online-Shop stürzen und wir brauchen da noch ein paar rote, gelbe, grüne Knöpfe mehr und die Funktionalität muss verbessert werden und wir nehmen das einfach mal aus dem Printbudget. Das ist als Reflex erstmal eine gute Sache, weil dann hat man Geld, um den Online-Shop zu verbessern. Das hat bei uns aber dazu geführt, dass ein halbes Jahr später unser E-Commerce-Leiter sagte, ja, wir haben keinen Traffic auf dem Online-Shop, was ist hier los? Ja, wir haben auch keinen Print gemacht. An der Stelle war dann klar, Print befeuert bei uns den Online-Shop ungemein. Das heißt, wenn wir eine Print-Aussendung machen, dann haben wir richtig Druck auf dem Shop. Und wenn man den rausnimmt, dann tut man auch dem Shop nichts Gutes. Insofern, Reflex okay, aber vielleicht doch nicht so die beste Entscheidung. Gut, Reduzierung der Kosten. Das war auch schon vor dem Thema der letzten zwei Jahren, dass die Papierpreise so durch die Decke gegangen sind, bei uns ein Thema. So ein dicker Katalog kostet eben halt ganz schön was. Und wir wollten damals schon an die Kosten ran, aber ohne Relevanz und Akzeptanz des Kataloges zu verlieren. Das war uns unwahrscheinlich wichtig, dass wir gesagt haben, Relevanz ist wirklich das Wichtigste. Wenn wir es nicht schaffen, die richtigen Teile für einen Kunden zusammenzustecken, dann müssen wir wieder zurückgehen und uns was anderes einfallen lassen. Minimierung des Umsatzrisikos und die Methode war dann,
ein modulares Katalogkonzept, 276 Seiten hat der dünne Katalog, den wir jetzt in den Markt schicken. Er hat 6 Varianten und die sind aufs Kundenverhalten und auf genau diese Cluster abgespielt. Wir haben nicht mehr einen Büromöbeltitel quasi. Wir haben hier, das ist der erste und das ist der andere Büromöbeltitel. Wir haben Industrietitel, wir haben Verbrauchsmaterial. Das sind so die Schwerpunkte der Kunden. Aber das geht noch viel genauer, eben bis in die Warengruppen runter, wie sich die Kunden mit dem Katalog auseinandersetzen und was sie kaufen. 6 Varianten, differenzierte Ansprache, relevante Warengruppen drin. Wir haben auf der einen Seite, das haben wir schon gesehen, die Sortimente uns angeschaut und haben gesagt, okay, wir haben einmal 38 Seiten, das ist produktionstechnisch am einfachsten zu lösen. Jede Warengruppe bekommt halt eine Langstrecke und eine Kurzstrecke, einmal 32 Seiten, ich sag mal Drehstühle und einmal nur 8 Seiten, wenn die Relevanz nicht so hoch ist für den Kunden. Und auf der anderen Seite haben wir uns die Kunden angeschaut und haben gesagt, mittels KI, das ist bei uns ein eigenes Data Warehouse, das ist ein ziemlich großes Geschütz. Wir haben wer sich damit auseinandersetzt, ein Scoring-Verfahren. Wir haben mittlerweile über 3000 Score-Punkte pro Kunde. Das muss man nicht so groß aufstellen, aber das versetzt uns in die Lage, da wir Kundendaten auch schon seit sehr vielen Jahren haben, sehr zielgenau zu agieren. Das ist ein selbstlernendes System, deshalb steht da auch KI. Und was wir auch machen, ist, wenn wir neue Adressen zukaufen, dass wir einen digitalen Zwilling bilden. Spätestens nach der zweiten Bestellung wissen wir, wie der tickt und welche Warengruppen für den relevant sein können. Ja, daraus entsteht dann diese Zusammensetzung nach Modulen und Adressträger. Da komme ich jetzt drauf, das ist die Zusammenstellung, die Bestandteile des Kataloges. Wir haben erstmal einen Adressträger, das kennen vielleicht viele, irgendwie muss das Ding verbracht werden. Die Post besteht immer noch drauf, dass wir die Adresse draufstellen, damit die wissen, wo sie hinfahren sollen. Können sie haben. Das Ding haben wir komplett individualisiert. Das heißt, pro Adresse gibt es genau einen Adressträger mit den richtigen Produkten. Die sind nicht geclustert, bei uns ist also wirklich Individualisierung, One-to-One, Clusterung, Gruppenbildung von Kunden. Und das Ding ist komplett individualisiert. Produktempfehlung nach Nutzerverhalten, Serviceempfehlung. Wenn wir wissen, das ist ein Kunde, der ruft hier auch gerne an, dann bekommt er natürlich unser Callcenter eingeblendet an der Stelle. Wenn wir Großkunden haben, mit denen wir Projekte machen, dann ist da der Außendienstvertreter mit drauf. Ja, dann Titelmotiv haben wir gerade schon gesehen, Produktbeschreibung auf der zweiten Seite. Das Einzige, was für alle gleich ist, sind 8 Seiten Service-Einhefter. Alles andere, diese Cluster-Seiten, die Modulseiten, stellen sich immer, auch Fax und U3, stellen sich immer zusammen nach Kaufverhalten. So kann das Ganze dann mal im Detail aussehen. Das sind nur mal ein paar Einstiegsseiten zu den verschiedenen Modulen. Und da sieht man dann, wenn man oben Mitte nimmt, Transport, dass auch ganz unterschiedliche Produkte auf einmal den Modulstart machen. Also die Belegung komplett unterschiedlich. So sieht das Ganze dann aus, wenn man versucht, einem Drucker zu erklären, was er denn machen soll. Auf der linken Seite die Einzelteile, was musst du alles drucken? Und auf der rechten Seite, wie baust du das denn zusammen? Jede Spalte hier ist ein Katalog. Und man sieht, dass teilweise gleiche Module an unterschiedlichen Stellen kommen. Es ist ja auch immer so, dass die relevantesten Sachen vorne stehen und die 8-Seiter, die kleinen Module, damit füttern wir auch teilweise an, den Katalog vervollständigen. Also das, was für ihn wichtig ist, sieht er direkt im Katalogeinstieg und dann absteigend. Wir haben das damals, darf ich sagen, mit Europas, ich glaube, wir sind größte Druckerei Mohn, gemacht und ich habe den damaligen Vertriebsleiter angesprochen. Ich sage, Reinhard, wer macht denn das noch so? Mit wem können wir uns da mal unterhalten? Und er guckt auf den Plan und sagt, so wie ihr keiner. Das fand ich schon cool auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hatten wir natürlich auch das Thema, wir konnten uns mit keinem austauschen, mussten einfach ausprobieren, geht das so, funktioniert das so und was kommt dabei raus? Ja, Pro und Contra, Vorteile und Nachteile, wenn man sowas anfängt.
Günstige Produktionskosten, 33%, klar, so ein schmaler Katalog ist um einiges dünner. Wir haben 735 Tonnen Papier gespart. Bei einer Aussendung, bei einer Hauptkatalogaussendung. Jetzt muss man dazu wissen, unsere Auflagen sind auch relativ hoch. Aber 700 Tonnen ist schon Wort. Der relevante Seitenanteil, und da ist wirklich die Betonung auf relevant, der ist nicht kleiner geworden für den Kunden. Das hat er vorher schon nicht genutzt. Das hatten wir vorhin gesehen, das sind so die Lücken, die da dazwischen waren. Dann hat er es von uns auch nicht bekommen. Und das hat funktioniert. Nachteile, sicherlich eine komplexere Planung, Plattenwechselkosten, aber die sind gegenüber dem, was man spart, schon fast zu vernachlässigen. Wir haben über Jahre sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir nur einen Schwarzfilmwechsel haben für unsere Sprachen, weil in den hohen Auflagen Plattenwechselkosten dann kommen, die sehr hoch sind. Hier hat man dann ein paar mehr, ganz klar, aber wie gesagt, das ist marginal. Ja, und Buchbinder und Lettershop, die haben einiges mehr zu tun. Also das ist schon spannender, als einen Standardkatalog zusammenzustecken und zu sagen, dass die große Gießkanne über alles immer gleich. Die müssen schon nachdenken, was sie da zusammenbauen. Aber das funktioniert gut. Ein kleines Kochrezept. Welche Voraussetzungen braucht man, um sowas zu machen? Und an dieser Stelle möchte ich wirklich alle Kollegen einladen, versucht es, macht mit, weil die Hürden sind gar nicht so hoch. Hier gibt es auch sehr viele Dienstleister, die helfen können. Und kleine Werbeeinblendung, wenn man mit dem Produkt von Horst Huber unterwegs ist, hat man schon sehr gute Voraussetzungen. Ja, wir brauchen Daten, ganz klar. Verhaltensdaten von Kunden, Kundengruppen, Sortimentsbeziehungen ist auch ein spannendes Thema. Und Kundenstruktur und Wanderung. Ein Kunde bleibt manchmal nicht so und es kann sein, dass der beim nächsten Katalog in ein anderes Cluster rutscht. Das ist bei uns eine kleine Gruppe, aber wir beobachten das und schauen, verändert sich da was, braucht der vielleicht einen der anderen Kataloge. Content, ganz klar, strukturiert, ohne dem geht gar nichts. Zubehör, Ersatzteile, Verknüpfungen, das ist schon nice to have. Eine Recommendation Engine, Produktempfehlung. Dieses ganze Thema basiert eigentlich auf der Online-Grundidee, was Kunden sich hier angeschaut haben, haben auch andere gekauft. Ja, und Produktions-Know-how, Umbau der Werbemittel. Das ist einfach ein bisschen, ja, schauen, was braucht es, damit es hinterher wirklich auf Papier kommt. Wenn man keine Kundendaten hat, dann kann man auch erstmal begründete Annahmen treffen. Als wir angefangen haben, haben wir auch erstmal gesagt, eigentlich müsste das so funktionieren. Manchmal sind da Entscheidungen bei rausgekommen, wo man sagt, okay, das ist wie erwartet eingetroffen. Manchmal war es auch so knapp daneben oder ganz. Aber das ist ein gutes Mittel, um erstmal anzufangen, wenn man die Kundendaten noch nicht gesammelt hat. Wenn man keinen Content hat, dann kann man mit einer Whitelist anfangen. Wir haben teilweise Mailings gemacht und haben gesagt, da kommen nur 15 Produkte rein. Die optimieren wir jetzt mal im Content und dann fangen wir mal ganz klein an. Wenn man keine Recommendation Engine hat, die ist fürs Clustern nicht notwendig, da geht es mehr auf den Kunden. Und eine Online-Reko kann man auch erstmal als Start benutzen. Wir haben auch angefangen mit einer Online-Reko, haben dann aber gesehen, dass wir so viel Offline-Daten haben, so viel Kundenverhaltensdaten, dass eine Online-Reko damit nicht hundertprozentig klargekommen ist. Das war einfach too much. Auf der einen Seite Online-Reko beobachtet quasi das ist Klickverhalten, die Session relativ kurz. Wir hatten aus Jahren Daten, das war ein riesiger Pool. Und wir haben dann gesagt, okay, wir wollen besser werden, wir wollen weiterentwickeln und haben dann auch mit einem Partner das Thema nach vorne getragen und haben gesagt, okay, wie kriegen wir die Daten, diese Offline-Daten da auch noch mit rein? Ein ganz spannendes Thema, aber wenn man sowas nicht hat, um erstmal Cluster-Kataloge zu machen, braucht man es noch nicht. Und Produktions-Know-how, gucken Sie sich um.
Gut, was haben wir denn so ausprobiert, was haben wir getestet? Probieren geht über Studieren. Ganz wichtige Sache, das war zum Beispiel der erste 2015 digitalisierte oder im Digitaldruck entstandene Umschlag. Was man hier in der Größe nicht so gut sieht, die Qualität war damals durch Inkjet noch nicht so wirklich gut. Das ist heute viel besser. Kleine Anekdote dazu, auf der Innenseite war eine transparente Hülle. Und wie nennt man die Dinger? Einschiebe, ja, transparente Hülle. Der Digitaldrucker, oder sagen wir so, das Bild, was wir damals verwendet hatten, auch whitelist-mäßig, war aus dem Internet. Wir haben es gedruckt und haben dabei nicht einen Tropfen Tinte verbraucht. Das war einfach ein weißes Blatt und ein Text drunter. Also es war nicht da, aber hat sich gut verkauft. Insofern, auch Digitaldrucktinte ist teuer. Ich würde das jetzt nicht empfehlen, aber es hat funktioniert. In dem Moment, Bild war komplett weg, Text war da, Preis war da, der Kunde hat es gekauft. Umschlag, da haben wir nur den Innenteil, der war damals noch Standard und wir haben hier nur den Umschlag im Digitaldruck gemacht, haben dann gesagt, das war es noch nicht, sind dann auf Laserdruck gegangen. Es war qualitativ viel besser, was man hier auch sehen kann. Ich habe nur zwei unterschiedliche Seiten, also es waren drei Belegungen, eine große, zwei kleine und die haben sich dann eben zusammengebaut. Wir haben keinen Unterschied gesehen. Wir haben eine Standardversion dagegen gehalten, haben gesagt, funktioniert das nicht mit dem Individualisieren? Wir haben uns jetzt so viel Mühe gegeben und haben die richtigen Produkte ausgesucht, aber wir sehen im Kaufverhalten keinen Unterschied. Bei beiden Versionen kein Effekt. These ist aktuell, dass das zu wenig Werbefläche ist, damit der Kunde wirklich versteht, dass es die für ihn ausgesuchten Produkte sind. Bei dem Clusterkatalog funktioniert das super. Wie gesagt, weder Kundenhaltbarkeit noch Umsatz sind zurückgegangen. Im Gegenteil, statistisch jetzt nicht so wirklich wichtig, aber wir haben mit dem kleinen, mit dem 270-Seiten-Katalog minimal mehr Umsatz gemacht als mit dem dicken. Und wir haben wirklich vergleichbare Testgruppen in allen Kundenqualitäten damit bestückt. Ja, so sieht bei uns ein Adressträger aus. Das ist nicht immer unbedingt schön, das geht gestalterisch sicherlich besser. Aber vom Verhalten, vom Kundennutzen funktioniert das sehr gut. Wir hatten vorher das Thema, dass Produktmanager gesagt haben, boah, Adressträger, muss ich da wirklich ein Produkt aussuchen? Da geht doch eh nichts. Schmeißen halt alle weg, da ist kein Umsatz drauf. Wenn ich da was draufpacke, also da kriegt ihr von mir keine Highlight-Artikel. Und dann haben wir gesagt, okay, wir lassen die Maschine aussuchen und bestücken das Ding. Siebenfacher Umsatz auf dem Adressträger. Ja, jetzt können die Produktmanager zwar nichts mehr aussuchen, aber es funktioniert. Was man hier sieht, ist auch Partner vor Ort, direkt mit dem richtigen Bundesland dazu. Also das wird dann auch mit eingespielt. Das heißt, die Services nehmen wir mit in die Individualisierung rein, wenn wir über den Kunden wissen, dass das sein Weg ist. Mailings. Ein Kollege sagte mal irgendwann, geiler Scheiß. Das ist wirklich Print geiler Scheiß, weil es bei uns auch zu deutlich mehr Umsatz geführt hat. Das ist so ein Ding, da sind nur 15 Produkte, da ist die Klarsichthülle. Da oben ist sie. Allerdings jetzt mit einem vernünftigen Bild. 15 Produkte maximal drin, als Impuls unwahrscheinlich super. Also es funktioniert einfach richtig gut. Was wir auch machen ist, wir haben auf der einen Seite den Katalog und bei uns ist der Hauptkatalog, dieser ehemalige 1500-Seiten-Katalog, den haben wir gesehen, die neue Version sind diese 6 Varianten mit 276 Seiten. Darunter gibt es nochmal einen 32-Seiter und darunter gibt es nochmal ein Mailing. Das heißt, in den Kundenqualitäten stufen wir auch nochmal ab und sagen, okay, du lohnst dich für einen Katalog, du bekommst nur den 32-Seiter und du bekommst nur ein Mailing. Fakt ist, die Auflage in Summe steigt, die Impulse steigen.
Und das ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Impuls schlägt Umfang. Bei uns. Das mag bei Ihnen anders sein, aber für uns ist es unwahrscheinlich wichtig, den Kunden zu sagen, hey, wir sind Schäfer-Shop, wir sind noch da, hier hast du ein Angebot, kauf bei uns. Ja, das war ein Test, den wir gemacht haben, ein Hybridkatalog. Wir haben den anders. Der gelbe Teil oben, Individualisierung, wirklich auf den Kunden bezogen. Wir haben dann eine Zweitverwertung unserer Module gemacht. Das ist der blaue Teil im vorderen und im hinteren Bereich. Und in der Mitte haben wir einen statischen Teil, der für alle gleich ist. Wir haben einfach gesagt, lass uns doch mal schauen, wenn wir Individualisierung gegen Clusterung, gegen Standard laufen lassen wollen, ob wir da ein Ergebnis bekommen. Spannendes Ding, ist hinterher komplett digital gedruckt worden. Hat aber kein Ergebnis gebracht. Wir wissen noch nicht so richtig, woran es liegt. Wir haben auch versucht, damit einen deutlich dickeren Katalog zu ersetzen. Das hat auch nicht funktioniert. Also diese Grenze, wo ist der Cut-off? Welches Medium schicke ich dem Kunden? Und kann er ein kleineres bekommen? Und ab welcher Stelle funktioniert das nicht mehr? Das ist für uns eine ganz große Diskussion, die wir jedes Mal neu führen. Das Schöne ist, wenn sich Papierpreise ändern, dann kann man damit auch schön justieren, wenn man ein Budget hat. Dass man sagt, okay, wir müssen halt runter, wir können nur die zweitbeste Marktausschöpfung an der Stelle betreiben, aber wir wissen, dass wir dicht dran sind. Manche Sachen wie das hier, also wir waren alle total begeistert, mal gespannt, was dabei rauskommt. Kein Effekt. Ja, sowas passiert, wenn man testet, aber da werden wir sicherlich weitermachen. Ja, was kommt als nächstes? Gute Frage. Das ist auch wirklich mal eine Frage. Keine Ahnung, ob das so passieren wird. Die Auflösung der Anstoßketten. Aber wenn ich mir vorstelle, wir wissen, welches Produkt ich welchem Kunden schicke, dann wäre es ja jetzt noch spannend herauszufinden, zu welchem Zeitpunkt der richtige Aussendezeitpunkt ist. Ein starres Gerüst, Anstoßketten. Januar, März, Mai und so weiter, trifft nicht immer. Wir haben damals schon, als wir noch den dicken Katalog gemacht haben, sehr schnell gesehen, 1500 Seiten gehen in den Markt, der Umsatz geht hoch, bleibt auf einem Niveau wie auf einem Plateau, der Katalog läuft aus, der nächste kommt und läuft auf dem Plateau weiter. Das heißt, der Kunde nimmt sich den Katalog dann, wenn er ihn braucht. Aktuell, und ich glaube, da gibt es auch eine Schwelle, die man nicht unterschreiten darf, funktioniert auch der kleine Katalog so, dass der behalten wird, dass der wirklich für ein halbes Jahr läuft und dass wir sehen, ja, der hat ihn noch nicht weggeschmissen, er nimmt ihn zur Hand und er bestellt dann. Wenn man zu klein wird, könnte ich mir vorstellen, aber das ist auch nur eine These, dass es nicht mehr so funktioniert. Aber die Auflösung der Anstoßketten, wäre es nicht cool, wir wüssten, wann der richtige Zeitpunkt ist und schicken ihm dann einen Katalog, der genau das beinhaltet, was er braucht. Das muss doch funktionieren, das muss doch einfach noch besser werden. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Wir werden sehen. Das war es von meiner Seite aus. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe mich gefreut, vor Ihnen sprechen zu dürfen. Ich weiß nicht, ob Fragen entstanden sind. Gerne Fragen, die ich auch beantworten kann. Da geht die Hand hoch. Das klassische Argument für den dicken Katalog, als das so in der Phase war, dass die ersten anfingen, den wegzutun. Da war ja das klassische Argument für den dicken Katalog, ja, wir wissen, der Kunde kauft aus folgenden Gruppen, aber der guckt ja dann, der Stöbereffekt nenne ich das mal. Wie waren bei euch die Diskussionen und wie seid ihr damit umgegangen, dass wenn man die Leute in einen Cluster packt,
Also wie kriegt ihr mit, dass die den Cluster wechseln? Weil die Annahme ja ist, wenn ich dem Kunden nur noch das zeige, dann zementiere ich den ja sozusagen in den Cluster. Ja. Und wie habt ihr darüber nachgedacht und wie seid ihr damit umgegangen? Ich muss mal gucken, ob ich hier an... Ja, so geht's zurück. Dauert einen Moment. Was man... Da war die Seite, die habe ich gesucht. Was man sieht ist, wir vervollständigen hinten raus, aber nur mit den kurzen Modulen den Katalog so, dass er noch das ganze Sortiment sieht. Dass er sieht, hey, also ich nehme jetzt mal einen Cluster und sage, das ist ein Industriekunde, der braucht Lager- und Betriebseinrichtung, aber der bekommt dann hinten raus noch so, guck mal, wir haben auch Drehstühle und guck mal, wir haben auch höhenverstellbare Tische. Das lassen wir nicht weg. Also wir wollen immer noch volle Bandbreite sichtbar machen, aber klein. Das heißt, ihr liefert das Stöbermaterial dann einfach hinten raus. Richtig, genau. Ja, sehr clever. In welchen Zeitabständen werden die 276 Seitenkataloge im Moment gedruckt? Zweimal im Jahr. Also wir haben den Turnus beibehalten, wir haben halt nur die Machart verändert. Ich hätte eine Frage tatsächlich zum Druck. Wie funktioniert das? Sie haben eben auch schon mal kurz das Thema Paginierung, Inhaltsverzeichnis und so weiter angesprochen. Scheint mir jetzt auch kein einfaches Unterfangen zu sein. Ja, Inhaltsverzeichnis haben wir weggelassen. Aber die Resonanz war verblüffend. Null, bis auf einen Anruf eines Außendienstes, der sagte, wo finde ich denn das Inhaltsverzeichnis? Ich sagte, das ist weg. es war halt schier in der, also mit unseren technischen Möglichkeiten nicht hinzubekommen, da wieder ein sauberes Inhaltsverzeichnis zu machen. Und wir haben dann irgendwann gesagt, der Aufwand ist so hoch, das manuell zu tun, das lassen wir. Paginierung ist auch so eine Sache. Wir haben den Modulen immer ein, ich musste hier einige Informationen rausnehmen, weil mein Chef dann auch irgendwann meinte, jetzt ist aber gut hier, Auflagen und sowas, jetzt mal Feierabend. Die schönen bunten Kästen kannst du lassen. Da stimmt normalerweise auch, dass jedes Modul hat eine Benamung, einen Buchstaben. Und der geht mit in die Paginierung. Weil unser Innendienst auch gesagt hat, wenn ich mit dem Kunden am Telefon bin und der sagt mir Seite 32, und er hat theoretisch mal so gefühlt 16 Mal die Möglichkeit, die Seite 32 zu finden, dann ist das doof. Insofern ist ein Buchstabe davor und dann funktioniert es mit der Paginierung auch. Also unsere Kunden haben es akzeptiert, unser Indienst sagt, ja, funktioniert und dann haben wir es dabei belassen. Eine kurze Frage zur RECO. Online, offline miteinander kombinieren, was habt ihr da eingesetzt? Mittlerweile eine Eigenentwicklung zusammen mit einem Dienstleister. Okay. Diese 6 Varianten, war das jetzt nur auf den deutschen Markt bezogen oder nehmen Sie genau die 6 Varianten, übersetzen die in Ihre Sprachen und schicken die weltweit raus? Oder haben Sie pro Land dann auch nochmal Varianten? Wir haben eine andere Zusammensetzung pro Land. Die Varianten sind gleich, die Clustermodelle sind gleich. Wir könnten hier auch 13 Cluster machen. Das wäre sogar noch signifikanter, haben dann aber gesagt, das produktionstechnischen Horror. Uns dann auf dieses 6-Cluster-Modell geeinigt. Und das funktioniert in den anderen Ländern ähnlich. Kleinere Länder bekommen auch manchmal nur eine Version, wenn der Kundenstamm nicht mehr zulässt. Aber im Grunde genommen, die Cluster sind gleich, die Zusammensetzung ist manchmal anders, weil sich andere Warengruppen nach vorne schieben. Dann mache ich das, wenn Horst da sitzen bleibt. Dann vielen lieben Dank für Ihren Vortrag. Ja, sehr gerne. Dann geht es jetzt gleich weiter, wenn Sie sich unten noch einen Kaffee holen wollen, ist jetzt die perfekte Zeit. Hier geht es gleich weiter mit dem Digital Publishing Report, mit dem Steffen Meyer auf der Bühne. Aber auch die Vorträge unten fangen an. Das nehmen Sie am besten im Tagungsprogramm, beziehungsweise an den Räumen sind die Vorträge auch nochmal. Dann vielen Dank. Sehr gerne. Und dann geht es jetzt gleich.